Hallo meine lieben Rambas, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und zwar natürlich, wie soll es anders sein, mit deutschem Stahl. Und zwar mit besonders deutschem Stahl, weil der Jagdpanzer 100, der Tier 10 TD der Deutschen, der ist einfach natürlich, ja, der ist einfach ein kleiner Drecksack. Das kann man nicht anders sagen. Der haut einfach drauf wie kein anderer. Mit seiner Kanone, mit seinem Durchschlag, mit seinem Schaden. Der macht einfach Rums. Das Shepherds im Karton. Und ja, da sind wir sehr gespannt, was hier der Spieler Rush Hour hier zeigen wird von dem Panzer. Karte ist Kloster, wie man hier sieht. Und die Teams, ich würde sagen, aufgeteilt. Die stärkeren Spieler beim Gegner, die solidere Basis bei ihm. Also von dem her sollte doch da alles möglich sein. Natürlich hat er ein bisschen Glück mit dem Matchmaking, dass er hier mit dem Tier 10 Panzer in ein, naja, fast schon eher Tier 8 Gefecht kommt, weil 5, wie viel sind es? Ja, 5 Tier 10 Panzer, ein Tier 9 Panzer bei sich und ansonsten 8er. Lustigerweise, der Gegner hat einfach nochmal einen 10er mehr und den 9er Behälter, beziehungsweise hat nochmal 2 9er und ansonsten 8er. Also der Gegner ist hier von den Panzern her überlegen, also das kann man schon mal sagen, ein 10er mehr, ein 9er mehr und ansonsten dafür 2 8er weniger. Würde ich normalerweise sagen, ist ganz klar pro Gegner. Aber nicht verzagen, Jagdpanzer fragen, würde ich mal sagen. Sind mal gespannt, was der Rush Hour hier machen kann, aber er ist einfach, es ist halt schon ein Monster. Also wenn er einem das entgegenkommt so im Gefecht, dann macht es schon erstmal so ein bisschen, jo, tut schon erstmal Aua. So, hier vorne, mal schauen, ob er da in die Stadt oder in die Stadt, in die Straße wirkt. Und der, da hat er doch schon IS-7 und da kommt er auch schon drauf. Und natürlich, wie soll es anders sein, die erste Schelle kommt schon gut an. Was schon mal sehr vorteilhaft für ihn ist, dass keine A-Team-Spiel ist, weil sonst würde er jetzt hier so nicht stehen können, muss man ganz klar sagen. So, IS-7 ist da aber eben durchgekommen. Aber jetzt ist er halt auch schon im One-Shot-Bereich mit 1066 HP. Nein! Kein High-Roll leider. Da hat er noch ein bisschen was. Aber zwei Schüsse, 2082 Schaden. Es ist halt schon krass. Oh, der Jagdpanzer der Gegner nimmt hier vom Leopard PTA das Munitionslager raus. Deswegen liegt hier auch sein Helmchen. Jetzt hat er hier den Super Pershing. Den will er, sollte er noch ein bisschen zurücklassen. Perfekt. Dann kann er hier nämlich mal ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen. Und da kommt ein IS-3. Nein, er kettet ihn. Wie fucking ärgerlich ist das denn? Er kettet ihn nur. Da hätte er gerade die ideale Chance gehabt. Jetzt kommt der Super Pershing raus. Wahrscheinlich wird er auch rausgenommen. Ne, der kann wenigstens ein Panther 2 noch eine geben. Lange Reload, das ist halt der Nachteil von ihm. Er fährt sich jetzt hier vorsichtig nach vor, dass er wirken kann. Da ist wieder der IS-3. Der steht jetzt perfekt hinter dem Wrack. Ja, da kommt er wirklich nirgendwo drauf. Natürlich, bei so einem starren Turm muss man halt auch immer mal aufpassen, dass man nicht umfahren wird, weil wenn das passiert, dann ist halt ganz schnell das Game gelaufen. So, jetzt Kommandantenkuppel. Ja, da kann er hinter der Leiche stehen, wie er will. Jetzt prallt er auch noch am Super Pershing ab. Super Pershing gibt ihn auch nochmal eine. Er steht 2:6 für den Gegner schon. Wobei der Gegner nur praktisch jetzt 3:6 einen 10er verloren hat, ansonsten die 8er. Sein Team hat da doch schon den 10er und den 9er verloren. Aber 5:6. Da schießen sie sich gleich wieder ein bisschen ran. Wobei nur die 8er sterben. Jetzt da unten. Da müssen sie aufpassen. Da kommen die Gegner jetzt langsam rum. Aber der VK prallt hier ab. Nein, nein, er kommt nicht drauf. Jetzt aber. Kommandantenkuppel auch nochmal. Naja, oder einfach durch den Helm. Das geht, jetzt hat er mit Premium gerade geschossen, da hat er halt einfach 420 Durchschlag, aber seine normale
sind auch 299. 299 Durchschlag, also auch da nicht zu knapp. So, und jetzt den anderen Jagdpanzer auch nochmal mit Premium-Munition. Aber kann man machen. Wie gesagt, er hat die Credits und außerdem am Schluss, kann ich euch jetzt schon verraten, geht er noch mit Plus raus. Also von dem her ganz entspannt. So, jetzt kommt der VK. Aber der hat nicht auf ihn geschossen. Und jetzt nimmt er den... Ne, jetzt nimmt er den Conqueror raus. Ja, auch okay. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Der erste Kill bei knapp 6000 Schaden. Ja, wenigstens mal ein Neuner. So, jetzt ist der VK so ein bisschen... Ja, er... Oh, jetzt hat der IS-7 ihn durchschlagen. 509 Schaden. Der VK, er traut sich natürlich nicht, aber es ist halt auch ein Monster. 7 zu 11 gerade. Gegner ist schon rum. Auf der anderen Seite, also jetzt ist praktisch nur noch hier sein Team auf der Einsatzlinie. Der Super Pershing denkt da recht gut mit, dass er hier mal die anderen da ein bisschen umfährt und nimmt jetzt auch den IS-7 raus, sehr clever. Ziel erfasst. So, jetzt ist der Jagdpanzer abgeprallt, jetzt kann er den rausnehmen. Und nimmt ihn raus, damit steht es 10 zu 11. Und jetzt muss er Richtung eigenen Cap schauen, dass er da auch ja wieder decapt. So, jetzt ist die Frage, er fragt auch schon, wie viel Leben hat der E5 noch oder wie viel HP vielmehr. Auf jeden Fall muss einer da mal langsam den Gucker machen, weil es sind halt natürlich auch schon, also gerade der Waffenträger E100, der da auch noch im Spiel ist, beide E5s, die auch noch im Clan zusammen sind. Oh, da ist der Waffenträger. Jetzt prallt er ab, aber naja, hat er jetzt ein Magazin. So, der Waffenträger ist da jetzt ein bisschen passiv, wartet jetzt eigentlich, bis der T32 kommt. Jetzt kommt der Waffenträger hoch, aber wird natürlich schön zerlegt von ihm hier. Hat er perfekt gewartet. Gott sei Dank ist der T34 hat jetzt vorbeigeschossen. Jetzt kommt aber schon der E5 hinten rum. So, jetzt der E5, aber leider ist er noch im Reload. Da bringt auch das leichte Winkel nichts. Jetzt kommt der andere. Aber auf den wartet er jetzt. Auf den wartet er jetzt. Komm, nimm ihn raus. Jetzt hat der T34 auch noch den anderen T34 zerstört. Also jetzt noch der T32 gegen den T34. Ich kann leider nicht mehr raus, weil... Ah ja, jetzt. Ah, der ist auch noch voller als der T32. Also... Nee, das wird hier ganz... Ganz doofe Situation, also da muss er so ein bisschen aufpassen. Jetzt ist auch noch der T34. Jetzt wird's wirklich eng. Jetzt kann er hinterfahren werden und dann hat er ein riesen Problem. Er ist jetzt alleine gegen 4. Und jetzt trifft auch noch der E5 ihn mit Heat. Ein Schuss noch und das kann sein letzter gewesen sein. Aber jetzt nimmt er zumindest mal den ersten E5 raus. Jetzt kommt der nächste E5. Und will ihn wahrscheinlich hier an den Kragen, aber er zieht sich zurück und er prallt ab. Gibt auch schon den Ritterschlag vom... Oh, jetzt kommt er von hinten. Fahr. Ist natürlich jetzt eine super doofe Situation. Links, rechts, jetzt prallt Gott sei Dank der T34 ab. Er muss was machen, er kann ja nicht ganz sich da in die Seite schießen lassen. Jetzt nimmt er den endlich raus.
Der T-34 prallt schon wieder ab. Er versucht ihn zu rammen, aber er kann ihn, er hat einfach nicht die Masse dafür. Jetzt fahrt ihr hier rückwärts. Der T-34 stellt sich hier richtig, richtig doof, Gott sei Dank, an. Jetzt muss er nur noch nachladen. Der T-34 kriegt nochmal einen Schuss und prallt nochmal ab. So, jetzt wird er den, jetzt hat er den ersten Schuss. Komm, 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 dreh. Und macht ihn weg. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo ist der andere T-34? Aber das war jetzt schon mal richtig drollig, dass der T-34 zweimal seitlich abprallt. Unglaublich einfach. Wahnsinn, also das hat der T-34 hat das verschenkt für sein Team, muss man ganz klar sagen. Also jetzt die Frage, was kann der andere T-34 noch reißen? Sechs Kills hat er. Macht er sich jetzt hier unsterblich, macht den siebten Kill und holt damit den Sieg fürs Team? Oder scheitert er doch noch an ihm? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Da ist er in der Mitte. Kriegt er ihn jetzt davon da aus rein oder muss er sich doch nochmal umpositionieren? Das ist jetzt echt. Damit kommt es jetzt an, damit steht und fällt das Ganze hier. Jetzt kommt der T-34 hinter die Häuser und dementsprechend ist er nicht mehr beschießbar. Er wartet jetzt aber hier mal ab. Oder nein, er fährt doch. Jetzt, er lädt sogar auf HE jetzt um. Was hat er denn? 174. Ja, das kann gut klappen. Er schreibt auch, come on. Da will er es jetzt natürlich wissen. Da will er den Sieg. Aber ich sag's immer ganz gern. Ich sag's plakativ, deutscher Stahl. Aber wenn das nicht deutscher Stahl war hier, dann weiß ich es aber auch wirklich nicht. Wo treffen sie sich? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Can I kill you? Na, da würde ich sofort als Gegner auch antworten. Na klar. So 2 Minuten noch. Kloppt er da jetzt auf oder ist er wieder doch weggefahren? Aber mit der HP, da muss er auch bei sowas natürlich ganz stark aufpassen, dass er sich nicht am Ende selbst aus dem Spiel nimmt. Aber hat gut geklappt. Vielleicht ist er auch schon Richtung Basis und es kommt gleich der Captain. Nein, der steht da noch. Da guckt er. Und er nimmt ihn raus. Sehr, 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 sehr geil. Also unglaublich, was der Jagdpanzer hier ausgeteilt hat. 8768 Schaden gemacht, 4610 geblockt und das aus Situationen heraus, die unmöglich waren. Sehr, sehr, sehr geil, hat mir saugut gefallen und ich hoffe euch auch und vielleicht, wer danach Lust hat, kann sich jetzt auch den Jagdpanzer erspielen. Ich wünsche dabei viel Erfolg und viel Spaß, euer Alcaramba.